Das ist eine sehr, sehr schöne Karte, ja. Und die Frage ist jetzt wieder eine Holo, oder? Oh mein. Oha! Das ist doch nicht so normal. Aber das ist wieder eine Full Art. Es ist schon geil, aber. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing mit dem Aaron. Hi. Und wir haben das brandneue Pokémon-Display und zwar Schwert und Schild, Kampfstile. Oh ja. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt und wir haben 36 Booster, also ein Display wie gesagt, und sind auch mal sehr gespannt. Wir haben uns die Kartenliste schon mal angeguckt und sind auf jeden Fall hyped. Die einzige Sache, die uns beide so ein bisschen gestört hat oder worüber wir ein bisschen traurig waren, ist, weil es ja auch um Kampfstile geht, dass es viele unserer klassischen Kampf-Pokémon gar nicht gibt, wie zum Beispiel Machomai, Kikli, Nocturne. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind da einige Hammerkarten drin. Und auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr gespannt, was wir ziehen werden. Und ja, das ist jetzt mein Display. Das heißt, heute gibt es jetzt keinen indirekten Wettkampf zwischen uns, wer die besseren Karten zieht. Doch. Sondern ja. Und wir starten direkt. Ja. Okay, dann habe ich mal die Ehre und fange mit dem ersten Pack an. So sieht es aus. Sehr, sehr nice. Ja. Also vom Design her auf jeden Fall wieder eine schöne Sache. Und ja. Ich bin auch mal sehr gespannt jetzt, was wir so alles bekommen werden. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Kampfstile-Set feiert. Und ja, ob ihr, falls ihr die Möglichkeit habt, euch eins besorgen könnt. Ich habe es noch zu einem halbwegs humanen Preis bekommen. Also für 175 Euro ist natürlich erhöhter Preis, aber zumindest noch bei den aktuellen Preisen ganz gut, ja, würde ich sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wir wissen jetzt nicht genau, weil der Kartentrick ist ja mit jedem Set ein bisschen anders. Mhm. Wir probieren es jetzt mit 4 Karten vor. Falls wir bemerken, dass es falsch ist, werden wir es natürlich noch umändern, das ist ja klar. Ja. 1, 2, 3, 4. Weil bei Evolution waren es ja zum Beispiel 3. So. Aber es fängt mit einer Energiekarte an, das heißt, es müsste richtig sein. Weil das ist auch eine Sache, die war früher auch nicht so. Jetzt startet es immer mit Energiekarten, wenn man den Kartentrick macht. Also es müsste richtig sein jetzt. Fließende Energie. Okay, interessant. Noctusa. Dann haben wir eine Sushi-Rolle. Wirbelrolle. Dann haben wir hier Psiao. Oha. Oh, Electek, ja. Gut, ich meine, wer uns kennt, weiß, die klassischen Pokémon gehören natürlich zu unseren Lieblings-Pokémon. Wir mögen alle, also ich freue mich auch auf die neuen, ganz klar, aber unser Herz schlägt natürlich aber auch vor. Ein richtig geiles Artwork. Ja. Oh, und dann geht's gleich weiter. Ist zwar nicht aus der ersten Generation, aber aus der zweiten. Schlurp und ja, die Zunge ist auf jeden Fall mächtig. Dann geht es weiter mit Kigugi. Ja. Kirsche. Oh. Und hier auch ein klassisches Pokémon, Seeper. Ich muss zwar sagen, als ich erstmal die Kartenliste durchgegangen bin, dachte ich so, warum fehlt ein Kikli und dafür gibt es ein Seeper? Aber nichtsdestotrotz schön nochmal wieder Seeper zu sehen, weil den gab es ja bei Evolution zum Beispiel gar nicht. Und unsere Reverse Holo ist Voldi. Ist natürlich Schwert- und Schild-Enthusiasten bekannt. Cooles Pokémon. Glitzert die überhaupt so reverse-mäßig? Ich sehe das gar nicht. Anders als bei Evolution auf jeden Fall. Aber sieht auch ganz schick aus. Ja. Und unsere letzte Karte ist keine Holo. Was? Es ist Apoqualyp. Cool, okay. Ja. Sehr, sehr nice. So. Was haben wir denn hier? Irgendwie hier das Gute. Oh Gott, den Namen kann ich euch leider nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall bei der Erweiterung von den Schild- und Schwertspielen dabei. Auf geht's mit der... welche Energie ist das denn? Nach Finsternis, oder? Ja, stimmt, Finsternis. Sehr nice. Luxio. Das Fluchtseil, das kennt man ja aus den Spielen. Sehr interessant. Der Turm des Wassers. Okay. Ja. Und Duster ist auch ein Klassiker auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Und auch ein schönes Artwork. Quabbel, das ist die Vorentwicklung von deinem Marshmallow-Kumpel, glaube ich. Salangra, die kleine Schlange. Auch ganz niedlich. Ein Freund. Oh. Das ist auf jeden Fall auch cool. Ein Charmian. Die wilde Katze. Mhm. Oh. Und die Reverse ist ein Seemon. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Aber die Frage... Oh! Okay, oha, und was für ein cooler Holo-Effekt. Direkt eine Holo-Karte bei dir. Flambirex.
Sehr, sehr nice. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und sieht so dreidimensional aus. So ja. 3D-mäßig. Gefällt mir auch cool. Sehr gut. Und wir haben für die Holo natürlich vorgesorgt. Ja. Und haben auch Top-Loader. Die Reverse-Holos werden natürlich auch gesleeved, ganz klar. Aber die Komplett-Holos machen wir auch direkt in einen Top-Loader rein. Ja. Die werden wir euch dann am Ende des Videos auch nochmal alle zeigen. Okay, weiter geht's. Und ja, also bis jetzt auf jeden Fall zwei Packs, zwei coole Sachen, die wir hier gezogen haben. Und das stimmt. Das ist unser nächstes. Ja, dieser Holo-Effekt mit diesen dreidimensionalen sieht auch echt cool aus, also gefällt mir. Aber man kann ja schon mal sagen, für alle, die es nicht wissen, wir kriegen garantiert 12 Holos raus. Ja, das stimmt. Ich weiß noch nicht, wie das so mit Error-Packs aussieht oder ob man theoretisch mehr kriegen könnte. Aber ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Gibt es ja auch eine gewisse Pull-Rate und bei Pokémon Displays bei 36 Packs ist es ein Drittel, also 12 Holos. Und was ich halt bei Pokémon ziemlich nice finde, ist, dass es auch die Reverse-Holos gibt. Das heißt, auch da hat man Möglichkeiten, sehr, sehr coole Karten zu bekommen. Was ist das für eine? Das ist eine wundersame Blattenergiekarte. Sieht aber echt schön aus. Mir gefallen die Designs. Doch, auf jeden Fall. So, dann geht's weiter mit Morpenko. Auch cute. Sieht aus wie so ein kleines Gengar. Das ist doch dieses Pikachu-ähnliche. Ja, stimmt, stimmt. Aber das war doch nicht in der Mitte lila. Eigentlich nicht. Ist das ein Shiny dann, oder? Morpenko. Das ist eine gute Frage. Schreib's gerne in die Kommentare. Ja. Aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Fließender Stil. Maastricht. Interesting. Sehr nice. Den kennen wir noch auf jeden Fall. Der Bruno. Klassiker. Ja. Und ich meine, momentan freuen wir uns auch über jede Karte, die wir noch nicht hatten. Oh. Und da wir noch am Anfang sind. Das stimmt. Und ein klassisches Dragosso auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja. Und sollte jetzt kein riesen Spoiler sein, aber Knogger gibt es natürlich auch in dem Set. Den wollen wir natürlich auch noch kriegen. So. Remoraid. Der wilde kleine Fisch. Das ist auch schön gezeichnet. Ja, Imantis. Oh! Er hat Fleckmon verschieden. Ah, nee, das war vorhin. Ist ein Gala-Fleckmon. Aber sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, bei den Klassikern geht doch schon das Herz so ein bisschen auf. Oh, da geht's weiter. Menki. Und auch da warten wir natürlich auch gespannt auf Razaf. Ja. Und wir wissen jetzt noch nicht, welche Karte Holos sind. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel Knogger oder Razaf, ob die dann Rares sind, aber sie gibt es auf jeden Fall im Set. Weil wir haben uns die Kartenliste vorher mal angeguckt. So, hier haben wir unsere Reverse Holo, Capo Toro. Eins von diesen legendären von der Last Gen. Auch sehr, sehr interessant. Nice. Ja, irgendwie ist dieser Reverse-Effekt sehr interessant. Es glitzert nicht so arg, aber ich mag diese Designs, dass dann die Symbole unten sind. Ja, also, definitiv. Das gefällt mir auch. Und unsere letzte Karte in dem Pack ist... Ein Gala Lamus. Aber es ist keine Holo, ist einfach nur eine Finsterniskarte. Mhm. Aber die sieht sehr schön aus. Das ist dann das Ding an dem Arm und nicht am Schwanz. Ja. Auch sehr interessant. Aber gefällt mir sehr gut mit dem Lila und dem Gelb. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Interessant. Ich euch nochmal kurz das Pack-Design und dann mache ich es auf. Sieht auch sehr cool aus. So, dann geht es jetzt mit der Wasserenergie los. Mhm. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja. Sehr wohl. Okay. Ein Kerada. Den Wellenfächer, den brauchen wir im Sommer ganz dringend. Ja. Ein Pantimos, das ist das Coole in der neuen Generation. Hat es nämlich den Typ Eis bekommen. Mhm, genau, das ist die Gala-Variante. Ja, und die Weiterentwicklung ist auch mega cool. Mal gucken, ob die auch noch in dem Set ist, weil es hat sogar eine Weiterentwicklung bekommen. Salangra, das Gute hatten wir schon. Das Kirschlein hatten wir auch schon. Linfu. Okay. Oh. Pachirisu, auch ein niedliches Pokémon auf jeden Fall. Und das Artwork ist auch wieder schön, so gezeichnet. Dann die Reverse ist Maritellit. Mhm. Auch sehr interessant. Da hatten wir ja die Vorentwicklung vorhin drin, dieses gelbe Stein-Pokémon. Yeah. Und Voltaic. Okay, schon sehr cool. Ja, auch ein schönes Pack auf jeden Fall. So. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Finsternis-Energie hatten wir ja schon mal. Ja. Aber ja, ich meine, für Sammler sind die Energiekarten jetzt natürlich im ersten Moment nicht so das Spannendste, aber wenn man das Spiel spielt, dann braucht man die einfach. Und deswegen ist schon gut, dass die auch so vertreten sind. Und dass man halt pro Pack eine bekommt. Die sieht schön aus. Und wenn wir schon beim Thema Energie sind, hier ist die Energieaufbereitung. Ja. Ich meine, gerade wie gesagt, wenn wir da mal das Spiel spielen, dann werden solche Karten für uns dann auch interessant werden. Golbat, interessant. Sehr, sehr nice. Schönes Kartendesign mit dieser dunklen Karte, sieht auch sehr cool aus. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Und was man auch dazu sagen muss, im Vergleich zu Yu-Gi-Oh!
kommt zwar Pokémon, glaube ich, weniger auf die Trainerkarten an, sondern mehr auf die Pokémon, weil bei Yu-Gi-Oh! Lebt es ja mehr von Fallen und auch Magiekarten, aber bei Pokémon, glaube ich, ist es eher zweitrangig. Aber wie gesagt, das werden wir alles noch selbst rausfinden. Das stimmt. So, Kasi. Was? Cesurio. Okay, auch interessant. Ja. Wild. Krebskopf. Ups, ich habe übrigens gerade einen Fehler, weil ich lege die Karten gerade nicht ab, aber ist ja nicht schlimm. Wir wissen ja, wann wir am Anfang sind. Das wird jetzt einfach das unendliche Pack. Das stimmt. Oh, haben wir zwar schon, aber... Das ist niedlich. Es bleibt cute. Ja, auf jeden Fall. Praktibalk. Okay, mein Kampf-Pokémon. Ja, im Kampf. Das ist uns auch aufgefallen, dass es eigentlich relativ verhältnismäßig wenige Kampf-Pokémon für das Kampfstile-Display gibt. Aber, wie gesagt, abgesehen vom Namen ist es ja nicht schlimm. Hier haben wir natürlich auch schon gesehen, Psyau, deswegen gehe ich hier schon mal durch. Ah, geil. Haben wir auch schon gesehen, aber es sieht wieder nice aus. Ja. Und unsere Reverse-Holo ist die gute Antonia. Okay, eine Trainerkarte. Gibt es ja auch Reverse, das wusste ich gar nicht. Interessant. Ja. Und unsere letzte ist es wieder eine Holo. Was? Kleben aneinander, guck. Oh ja. Oha. Es ist eine Holo. Sogar eine Full Art. Wow. Schön. Mimikma V. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Doch. Bis jetzt würde ich sagen, die coolste auf jeden Fall. Wir haben ja erst zwei Holos, also. Aber die ist echt sehr schön, also tolle Karte. Stahlenergie. Vermicula, okay. Die Killerameise. Luxio. Ich finde auch interessant, dass sie hier immer so an Werte mittlerweile, oder besser gesagt Effekte dran schreiben. Ein Levelball. Ein Voldi. Das bringt uns den Pokéball zurück, alter Junge. Das stimmt. Ein Pummel. Soll es wieder auf uns bezogen sein? Ja! Nochmal das Pantimos, das hatten wir auch schon einmal. Ich bin gespannt, ob wir Pantifrost noch sehen werden. Oh, Spoink, das ist auch mega niedlich. Das Springschwein. Flunkiefer, okay. Oh. Ein Floink als Reverse und wir haben auf jeden Fall eine Holo. Was hat schon geklappt? Okay. Oha! Eine Fullart Bruno Trainerkarte. Der sieht wild aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch bei uns natürlich mega cool als Gen 1 Fans, dass es halt ein Trainer auch aus der Stufe noch ist. Ja. Einer der Top 4 aus der ersten Generation ist auf jeden Fall auch sehr geil. Ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und wahrscheinlich für uns sogar, ich weiß nicht, ob es noch andere Trainer gibt, aber wahrscheinlich der coolste, weil er halt am ältesten so mit ist aus der ersten Gen. Ja. Ich mag auch das Artwork sehr. Ich fand die Uno-Karte vorhin schon ganz cool, aber das sieht noch einiges cooler aus. Kann ich nur auf jeden Fall zustimmen, finde ich auch sehr geil. Ah, wir haben noch so viele Packs, das ist immer schön. Das ist das Schönste dran, ja. So, weiter geht's. Und wir haben noch 9 Holos, wir haben erst ein Viertel. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir da noch alles rausbekommen werden. Kerada. Das ist immer schwierig, dass sie bleiben. Oh, ein Waggon. Ist ja schon krass, wenn du von so einem Waggon angegriffen wirst. Das stimmt. Das ist, wenn du für dein Ticket nicht bezahlst, dann sind die neuen die Kontrolleure der Zukunft. So, ein EP-Teiler. Auch gab es ja schon in der ersten Generation, wenn dann die Erfahrungspunkte einfach den Pokémon geteilt wurden. Fand ich ziemlich nice damals. So. Linfu. Kigugi hatten wir ja auch schon. Die kleine Kirsche. Pachirisu. Aber die Common-Karten wiederholen sich. Jetzt ist ja klar, irgendwann. Ja. Ah, aber das ist neu. Habitat. Ja. Und auch wunderschön. Also ich finde es auch echt cool, dass auch bei den Karten unten hier so Regenbogenfarben drin sind. Lila, Rot, Grün. Ja. Auf jeden Fall mega. Finde ich schön. Sehr nice aus. Remoraid haben wir auch schon gesehen, natürlich. Oh, und da ist unsere Reverse-Holo Spoink. Ja. Ein kleines Schweinchen. Und unsere letzte Karte ist ein Stalos. Und das ist auch eine Holo. Oha. Das ist ja sehr schön. Auch eine richtig schöne Karte. Auch noch ein sehr klassisches Pokémon Stalos. Die Weiterentwicklung von Onix. Ja. Wow, sehr nice. Die Psycho-Energie, die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Schwerthold und Schildrich. Okay. Sehr wohl. Das Gute hatten wir auch schon mal. Ultrigaria. Oh, nice. Das ist auch ein echt schönes Artwork in Blumenbeet. Das stimmt. Sehr schön bunt. Gefällt mir auch. Sieht auch ein bisschen so wie wir aus. Oh, oha. Grüße an Nick gehen da raus, aber sehr, sehr nice. Sei gegrüßt. Sehr nice. Ein Palimpalim. Der kleine Geist. Auch sehr schön. Ein Klonkett. Die Vorentwicklung von unserem Waggon. Ja, stimmt.
Na komm schon. Sensekt. Mhm. Kleines Insekt. Ein Quabbel. Sprachenlernen, Bubble. Okay, Turm des Wassers. Okay. Ist diesmal die Reverse und ist auch eine Holo drin? Oh, oh ja, Kumpel. Oh mein Full Gott, oh, was? Ha. Oha! Also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich schätze mal, das ist eine der besseren auf jeden Fall. Full Art Despota ist auf jeden Fall mega geil. Alter! Hammer, das muss natürlich gleich. Und unsere dritte Full Art heute schon. Und wir sind noch ganz am Anfang. Also relativ am Anfang. Ist das normal, dass man so viele Full Arts zieht? Das ist eine gute Frage. Also. Weil das ist schon richtig krass. Also. Müsste Stahl sein, ja, kann das sein. Stahl. Hatten wir Stahl schon? Boah, gute Frage, ich glaube nicht. Dann Reiser. Die Schwester von Chrysler. Das stimmt. So, was haben wir jetzt? Fließende Angriffenergie. Ja. Ah, okay. Duokles. Der Bruder von Douglas. Die zwei Schwertchen, ja. Psiao. Quabbel haben wir jetzt auch schon des Öfteren gesehen. Clonkett haben wir jetzt auch schon. Spoink hatten wir schon als Reverse Holo. Das ist eher ein Schweinchen. Aha. Oh, Tuska haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee, die haben wir noch nicht gehabt. Sehr, sehr. Auch sehr schön gezeichnet. Nice. Gefällt mir auch gut. Und da sind wir schon bei unserer Reverse Holo. Was ist denn das? Okay. Humanoid. Sehr interessant. Ja, aber sie baut im Fokus. Ich bin ein bisschen gerade unsicher. Ja, okay. Und diesmal keine Holo, aber Vivillon haben wir auch noch nicht gesehen. Also kleiner Schmetterling. Sehr, sehr nice. Oha, jetzt wartet uns brennende Hitze. Ja. Die Feuerenergie, die gefällt mir auch sehr gut vom Design, muss ich sagen. Könnte ein Hinweis für Glurak werden, aber nein, in dem Set gibt es keinen Glurak. So Connys Fokus. Mhm. Okay. Der Turm des Wassers hatten wir davor als Reverse-Karte. Krebutak, die Weiterentwicklung, ist auch eine ganz coole Karte auf jeden Fall, finde ich. Gefällt mir auch. Remoraid, den guten Nebelfisch hatten wir schon. Das stimmt. Oh! Hatsubat. Was ist das denn für eine Art? Sieht so ein bisschen aus wie bei Yoshi's Woolly World. Ja, genau. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Golbat hatten wir ja schon, den guten. Mhm. Und der liebe Schlurp. Wolli. Purmel. Ach, Schlurpdeck. Okay, da haben wir jetzt die Weiterentwicklung in Reverse. Sehr cool. Auf jeden Fall auch eine sehr coole Karte, dieses dicke Bubblegum-Pokémon. Ja. Und die Frage ist jetzt, wieder eine Holo, oder? Oh mein... Oha! Das ist doch nicht so normal. Eine goldene... Oha. Die sieht auch schön aus. Die ist ja krank vom Blitzereffekt hier. Okay. Richtig heftig. Wow. Alright. Psychoenergie hatten wir schon. Seemann hatten wir schon. Strepoli hatten wir, glaube ich, auch schon. Urne der Vitalität kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Nee, die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Clonkett. Ah, sehr schön. Oh, Molunk ist auch was Neues. Sieht so 3D-mäßig diesmal wieder aus. Krebskorps. Der liebe Krebskorps, die Bild, der ist auch nice. Fleckmann hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das stimmt. Raktibike hatten wir auch schon gesehen. Zubat hatten wir auch schon mal in dem Design gesehen, sehr nice. Das stimmt. Sehr spezielles Artwork auf jeden Fall. Humanolid hatten wir auch schon. Hä? War da jetzt keine Reverse-Holo drin oder habe ich was übersprungen? Vielleicht haben die lila eine Energie noch gar nicht, also Junge. Doch, die kam doch am Anfang. Was? Klebt da irgendwo was dran? Ja, ich gehe kurz mal die Karten durch. Ist das ein Error-Pack, aber im negativen Sinne? Also, wir haben die Psycho-Energie, wir haben Seemon, wir haben das. Oha. Nee, das ist die Reverse-Kumpel. Da sind wieder diese Symbole unten überall drauf. Ah. Aber ich sehe es nicht mal richtig. Sicher, dass das ist ja, also von den Symbolen her ist es eine. Ja, stimmt. Aber die... Finsternis Reverse. Ja. Krass. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwächer vom Glitzereffekt. Nur von den Symbolen sieht man es mit. Ja, ja, das ist schon recht. Okay. Ja. Okay. So, wir waren kurz weg, weil die Kamera ausgegangen ist. Aber jetzt geht es schön weiter. Ich glaube, man hat schon was gesehen. Nee. Skorkler. Scheinux. Und Duster. Glaubst du, es ist eine Holo in dem Pack drin? Nee, ich glaube nicht. Oh, aber Gladiantri hatten wir auch noch nicht. Nee, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir hatten nur die Weiterentwicklung schon. Oh, Molunk Reverse ist auch ganz Reverse. Cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt was Holo-mäßiges kommt. Aber und was? Zwar. Oha, das ist das, wo wir noch. Kapuriki. Oha, sie aber das ist wieder eine Full Art. Was ist denn das? Also, ich freue mich sehr darüber. Aber das sieht ja auch. Oha, das ist ja knallbunt, das ist ja mega. Eins der Legis aus der letzten Generation. Ja, mega geil. Super schön.
Die Blitzenergie. Notuska, hatten wir den schon? Ich glaube am Anfang, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Dukles hatten wir schon, der Bruder von Duraklis. Ja. Krabutak auch, die wilde Bestie. Shinux. Hatten wir. Okay, okay, alles klar. Thermopod hatten wir noch nicht. Der ist auf jeden Fall neu, der kleine Sehr nice. Kerl. Habitak, okay. Auch interessant, ob Ibitak in dem Set drin ist. Oh, nix. Denke doch. Knofensa. Da fehlt jetzt nur noch Satzenia. Dann hätten wir auch die drei. Okay, und die Reverse-Karte ist Spottrolle. Mhm. Und die Frage. Nee, aber den hatten wir noch nicht. Sehr nice. Das stimmt. Den haben wir auf jeden Fall auch noch nicht gehabt. Nur die beiden Vorentwicklungen auch sehr cool. Und wie du schon gesagt hast, also uns fehlt Satzenia und Ibitak. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe mir die Kartenliste ja schon mal angeguckt. Ich glaube, die sind beide dabei. Weil, wie du schon gesagt hast, man kann leider nicht hundertprozentig davon ausgehen. Weil gerade wenn man an unser Lieblingsset von den neueren zurückdenkt, also Evolution, da war es ja auch so, dass es zum Beispiel Nebulak und Apollo gab, aber kein Gengar. Oder halt Mega Turtok, aber dafür kein Shiggy und Shillok. Deswegen, ja. Achso, wenn die Pokémon Company das Video hier sieht, weil ihr werdet es 100% sehen. Ja. Bitte bringt noch Evolution 2 raus. Tut das es für uns. Auf jeden Fall. Wir fangen an. Mit einer Kampfenergie. Mhm. Und jetzt versuche ich es mal wieder richtig zu machen. Hey, da ist es ja! Wow! Sehr cool. Und das Design ist aber auch richtig, richtig so schön gezeichnet. Ja, das gefällt mir auch gut. Schön, hey, schön. Der Ibitak. Aha, okay. Hatten wir auch noch nicht. Nee. Funifraß ist so wie wir ein Vielfraß, aber sehr nice. Und ist heiß, es passt. Ja, ein Ebenbild. Das stimmt. Die Antonia hatten wir schon, eine Reverse-Hole auf jeden Fall. Sensekt kommt mir auch bekannt vor. Das hatten wir auch. Shinux hatten wir jetzt auch schon öfter. Klonkett. Molunk. Dann okay, unser Bruno in Reverse. Den haben wir jetzt auch schon dreimal in verschiedenen Varianten. Ja, was auch interessant ist, Alter, glaubst du, jede Trainerkarte könntest du auch als Full-Art-Karte ziehen? Wahrscheinlich. Das kann gut sein, das kann gut sein. Und unsere letzte Karte. Eine Holo-Karte, und zwar Monte Carbo. Die Weiterentwicklung von unserem Schrank. Von unserem Waggon, meine ich. Ja. Ich kenne da gar nicht relativ. Ah, doch, jetzt sehe ich den Kopf, okay. Das ist ja dieser Godzilla. Auch sehr nice. Also Bruno ist auf jeden Fall wild vertreten in dem Set. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich das aussuchen könnte, also von den ganzen Full-Arts-Trainern, von allen Trainern, die wir bis jetzt gesehen haben, hätte ich den auch am liebsten gehabt von denen. Ich lieber Yaro. So. Oh, Pflanze. Pflanzen? Ah, wir pflanzen ja hier schon. Wenn man sich mal überlegt, dass wir überlegen müssen, ist das krass, ne? Ob wir die Pflanze schon hatten. Ah, ein Seemon. Hatten wir, glaube ich, auch noch in Reverse bis jetzt. Ach so, ja. Oh, Krammschiff. Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, sieht die Vorentwicklung hatten wir auch noch nicht. Der sieht aber auch nice aus. Richtig bossmäßig. Ja gut, ist ja der Chef, das ist ja der Der Schnurrgast. Flunkiefer. Habe ich gerade schon was gespoilert? Ich habe jetzt nichts gesehen, aber es kann gut sein. Oh, nix, vielleicht habe ich mich selbst gespoilert. Remoraid. Das krasse Zubat mit dem Spezialdesign. Ja. Schlurp. Was? Also, wenn ich mich gespoilert habe, dann könnte es jetzt was richtig Krankes werden. Okay. Das ist schon geil, aber. Moment. Gut. Schlurp und Schlurpeck. Und davor noch das Schlurp. Das war schon richtig krass. War was Krankes, Alter, Junge, wie ich gesagt habe. Das war jetzt schon gut. Ich dachte, das ist jetzt eine Rainbow-Karte. Na gut. Ich habe mich ja gespoilert. Das war was Krasses, auf jeden Fall. Das war gut. Ey, es war zumindest eine interessante Kombo mit Schlurp, Schlurp. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Blitzenergie. Ah, Kerala hatten wir auch erst einmal, glaube ich. Ja, Kerala hatten wir noch nicht so auf Durkles. Wellenfächer kommt mir jetzt auch nicht bekannt. Ich glaube, den hatten wir einmal, wo ich gesagt habe, den brauchen wir im Sommerkumpel. Hm. Unser Habitak. Ja, diese gezeichneten Artwork auch bei Onyx finde ich richtig schön. Ja, Onyx ist wunderbar. Auch Knuffenser. Ja. Gala. Ah, Pantifrost hatten wir auch noch nicht. Wäre auch noch eine Karte, die wir. Vielleicht ist das eine Holo. Hm, wahrscheinlich, ja. Salanga. Finde ich auch niedlich. Unsere Reverse Holo ist diesmal Tuska. Ja. Und als letzte Karte
Ah, oh, endlich Knorga. Nice. Sehr cool. Leider keine Holo, aber eine sehr coole Karte. Auf jeden Fall. Und auch ein schönes Artwork. Ja. Und wieder Pflanze. Und eine schöne Pflanzenenergie. Hatten wir schon Pflanzen? Okay, Antonia, die hatten wir auf jeden Fall schon, die gute. Genauso wie Servol. Boah, Skorgro, die Weiterentwicklung, hatten wir den schon? Ich glaube nicht, okay. Zumindest kommt es jetzt auch nicht bekannt vor. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Karte. Ja. Kramurks hatten wir auch noch nicht, wir hatten aber den Kramschiff, ja. Also die Nachentwicklung. Finde ich aber auch ein echt schönes Pokémon. Ja. Auch. Der Fleckmon. Den haben wir schon relativ häufig, aber. Das stimmt. Weiß. Charmian. Mhm. Thermopod nochmal. Okay, Meistergriff diesmal als Reverse Holo. Ja. Und Apoqualip, der Gute. Der war auch am Anfang nur einmal bis jetzt dabei. Scheint auch ein bisschen seltener zu sein, auf jeden Fall, für eine normale Karte. Ja, man sieht, und zwar auch nochmal kurz, ich glaube, für dich auch noch relativ neu. Du siehst ja unten neben der Zahl, okay, es fokussiert nicht richtig an, ist ein Stern. Okay. Das sind seltenere Karten, und zwar die mit einem Kreis sind die häufigeren. Und die mit diesem Spezialstern sind Secret Rares, oder? Oder wie war das? Boah, das ist eine gute Frage. Was auf jeden Fall Secret Rare ist, ist, wie man hier sieht, das ist ja die Karte 75 von 163. Und wenn es über der 163 ist... Ist sowas ganz Besonderes. Genau. Ja. Mega Box bis jetzt auf jeden Fall. Richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. 1, 2, 3, 4. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, es war nicht die letzte Pokémon. Das auf jeden Fall. Halt mega. Das auf jeden Fall. Und wir sind ja eh Trading Card Fans. Also die Hauptspiele, Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Dragon Ball. Aber auch, wir gucken auch abseits am Rande manchmal, was wir Interessantes finden. Ja. So. Da ist wieder unser Chef. Das hatten wir noch nicht. Das Camping-Set, ja. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Interessant. Und die hatten wir auch erst einmal, die Arme. Ja, Fermicula, Flunkiefer mit Gesichtserkennung sogar. Onix haben wir relativ oft. Ja, aber ist auch echt schön. Wie findest du das eigentlich, dass die oben in die Bilder diese Dinger immer reinschreiben, fließender Angriff oder sowas? Bei den, ich habe da nichts dagegen, aber ich bräuchte es auch nicht unbedingt. Aber das sind, wahrscheinlich sind das halt so Spezialkarten. Ich weiß, ich habe lange das Game nicht mehr gespielt. Das war früher noch auf dem Gameboy, da habe ich es geliebt. Ja, aber es ist ja Gott sei Dank nicht bei allen Karten. Also deswegen kann man auch damit leben. Wenn das jetzt bei jeder Karte wäre, würde ich es auch sehr nervig finden. Aber falls jemand von euch weiß, warum das da jetzt steht bei nur manchen Karten, kann das auch gerne mal reinschreiben. Ah, den hatten wir ja schon als Reverse, glaube ich, sogar, oder? Okay. 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 Umanolith, der wollte jetzt nochmal richtig zeigen, dass er präsent in dem Pack ist. So. Okay, nochmal die gute Pflanzenenergie. Hatten wir schon eine Pflanzenenergie? Ich glaube, oh, den hatten wir wirklich noch nicht. Bisofunk. Nee, der sieht nice aus, ja. Sehr schönes Artwork. Vegetarier. Okay, weg dann. Ah, an wen erinnert er mich, Kumpel aus der... Tauros. Ja, genau. Mir ist gerade der Name auf der Zunge gelegen. Und den hatten wir auch noch nicht. Knirfisch. Stimmt. Auch sehr bunt. Sehr knirfischig. Ausrüstungszerstörer hatten wir, glaube ich, auch nicht. Bin ich mir nicht sicher, aber ja, ich bin nicht oft auf jeden Fall. Aber cool, wir ziehen immer noch neue Commons zum Teil. Das finde ich auch sehr schön. Oh. Sepa, auch ein super Artwork, finde ich. Ja. Ein süßes Pokémon. Schlur. Hallo, komm jetzt hier die anderen. Ja. Nee, Salanga. Salanga. Hundust hatten wir auch noch nicht oft. Ich glaube erst einmal. Ein, zwei oder? Mal. Ja. Auch ein schönes Pokémon. Sensekt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das schon hatten. Hatten wir. Okay. Oh, Legios hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Nice. Ja, ja. Auch schön als Reverse. In dem Set erkennt man auch, dass es viele kleine Männchen sind. Bei dem anderen Set, da gibt es so ein Legios, wo wirklich eine Reihe steht, wo man denkt, das ist so ein ganz langer Wurm. Ah ja, gut. Ja, das kann sich auch ein... Ich weiß, was du auf jeden Fall meinst. Nice. Und eine Leck Voltag nochmal. Ja. Okay. Okay, keine Holo, aber trotzdem wieder neue Karten, die wir noch nicht hatten. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Blitz. Okay. Bibitak zum zweiten Mal, ja, aber wie immer noch wunderschön. Ah, die ist auch neu, guck mal. Ja. Sehr, sehr schönes Artwork. Voll cool. Knofensa. Und wir haben immer noch nicht Ultrigaria. Sazenia. Ja. Vielleicht auch nur als Holo drin. Skorla. Kramokles. Purmel. Dann das Galalamos mit dem Sonnenuntergang. Reverse Holo. Auch hier, bei den Finsternis erkennt man es halt kaum. Das Reverse Holo war trotzdem sehr, sehr nice. Und als letzte Karte, Schlurpeck. Das die ist aber Legende. Oft unsere letzte Karte. Also, Schlurpeck hat mich jetzt gespoilert. Jetzt erstmal die Finsternis-Energie.
Luxio. Da fehlt uns auch noch die letzte Entwicklung. Mhm. Oh, Groink hatten wir auch noch nicht. Wir hatten die ganze Zeit nur das kleine Schweinchen davor. Floink, ja. Ja, sieht auch auf jeden Fall sehr cool aus. Ich und Marco lieben ja auch diesen Zeichenstil mega. Definitiv, cool. Also ich bin jetzt nach dem ersten Ärgern über das Set, finde ich es wirklich mega, mega nice. Ja. Also, schöne Karten. Menki ist das jetzt das Zeichen für Rasa. Gladiantri. Hatten wir auch, glaube ich, noch einmal bis jetzt. Ja, glaube ich auch. Zensekt, jetzt hatten wir es auf jeden Fall schon. Shinux. Psiao. Luxio diesmal als Reverse. Und die Frage, kriegen wir jetzt eine Holo-Karte? Nein, aber seit 10 Jahren. Ja, okay, nice. Auch sehr geil. Da ist halt auch eine seltenere von den Karten. Die aber sind. Oha, auch richtig schönes Artwork mit diesem Baum mit den lilanen Blüten. Also ich muss sagen, als Pokémon bin ich nicht der größte Fan von Knofensa, Ultrigaria und Zazenia, aber die Artworks von den beiden sind wirklich mega. Kann auch zu den schönsten, finde ich auch. Besonders Ultrigaria in diesen bunten Blüten, das sieht mega mäßig aus. Ich finde auch immer cool, dass bei Pokémon diese extra Karten drin sind, dass man so für dieses Online-Spiel benutzen kann als Packs und da auch aufmachen kann, finde ich auch mega. Das stimmt auf jeden Fall. Und da bin ich auch mal gespannt, wenn wir uns das mal näher anschauen, weil wie gesagt, damals auf dem Gameboy, das erste Pokémon-Kartenspiel habe ich gesuchtet, aber das neuere noch nie gespielt, aber das habe ich auch Bock drauf. Ja, ich habe es, muss ich ja sogar gestehen, noch nie gespielt, richtig Pokémon, deswegen wird es dann für mich auch neu, aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Es macht auf jeden Fall Spaß. Oh, der ist auch neu, oder? Hatten wir den schon in Maastricht? Der sieht so anders aus. Wir hatten mal einen Maastricht, aber ich weiß nicht, ob es der gleiche war. War der nicht blau? Nochmal ein Duster? Nee, es war der erste. Ach so, der war noch vorhin oben drauf, als ich das Pack aufgemacht habe. Nochmal unter. Salanga, Sensekt. Ja, hatten wir jetzt auch schon wirklich öfters. Quabbel. So, unsere Reverse-Holo ist wieder der Vielfraß oder auch Furnifraß. Furnifraß. Und haben wir mal wieder eine Holo? Ja. Ah, die erste doppelte sogar. Flambirex. Ja, ich glaube, das ist die erste schon, doppelte. Ja. Okay. War aber seit längerer Zeit endlich mal wieder eine Holo. Wasserenergie. Ah, nochmal der Bisofang, den hatten wir auch erst einmal. Die Wirbelrolle. Warum gibt es eigentlich nicht die Sushi-Rolle? Und da ist auch unser Verkokel, also die Mischung aus uns beiden, die hatten wir bis jetzt auch nur ein einziges Mal. Stimmt, und die dritte Entwicklung könnte ich mir so. Gut, die hatten. Ich bin zu tot. Ich wollte gerade sagen, könnte ich mir als Holo vorstellen. Vergesst es bitte. Oh, hey, Pupanze hatten wir die schon? Nee, ich glaube, also. Die Weiterentwicklung hatten wir einmal, aber. Linfu? Da fehlt auch noch die Weiterentwicklung, bitte. Pachirisu. Da könnte ich mir die Holokarte als Sieger. Könnte ich mir auch vorstellen. Oh, Bronzel, den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, den kleinen Kerl. Auch interessant. Nice, nice, nice. Ja. Oh, da könnte ich mir die Holokarte. Nochmal Verkorkel, aber diesmal in Reverse. Sehr schön. Oh, oh mein Gott. Was? Nein! Oha, schon wieder eine Fuller. Und was für eine? Vuloasu, eins von diesen zwei neuen Pokémon. Alter. Diesen Kampf-Pokémon aus der Erweiterung. Hammer. Starke Karten. Sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja auch Kampfstile. Es stimmt. Surio hatten wir jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal. Ja. Nachdem es am Anfang kaum kam. Die Sportrolle. Dann wieder unser Furnifraß, Kramokles. Floink. Kramurks hatten wir auch sehr selten. Also wir hatten ich glaube, das ist erst das dritte oder so jetzt mittlerweile. Oh. Hatten wir das schon? Einmal auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch cute. Purmel. Und Skorkla ist unsere Reverse-Holo. Und mal gucken. Oh. Ja, auch sehr, sehr schönes schön. Artwork. Der gute Skorgo nochmal. Oh, Poponcho, hatten wir das schon? Bin ich mir auch gar nicht sicher. Hm, also die Vorzüge also hatten wir schon. Aber das nicht oft. Ja. Der Levelball hatten wir, glaube ich, auch einmal, was auch krass ist. Praktibalk. Die gute Pupanse. Thermopod. Menki, ist das jetzt die Vorahnung auf was? Gladiantri. Okay. Okay, was ist denn? Fokussierte Angriffenergie als Reverse. Okay, sieht sehr interessant aus. Ja. Oh. Hundemon gibt es auch als normale Holo und Reverse? What? Ja, Reverse gibt es ja fast alle Karten außer aber Special Cards. Nee, das ist dann eine Holo, die so gedacht ist. Sehr nice. Water. Oh, ich habe, glaube ich, schon wieder was gesehen. Ich auch. Das heißt, sieht schon wieder nach Ding aus. Es wäre dann aber unsere letzte Holo. Also ja, laut der Ratio. Ja.
Krabbeug hatten wir auch erst einmal. Krammus. Also es ist auch schwer, diese Fullerts zu vermerken, ja. Aber es ist schön, sie zu haben. Es stimmt. Aber krass, schon wieder. Knuffenser. Electic, ja, am Anfang sehr aufgezogen, halt schon länger nicht mehr. Skorkler und als Reverse haben wir unser Kramokles. Okay, und was ist jetzt die Full Art? Oh, das andere von den beiden. Oh mein Gott. Krass. Alter, ist das geil. Und mit der Psychoenergie fangen wir an. Waggon, auch nicht allzu oft in dem Pack drin. Diesmal hatten wir Maastricht schon, jetzt wissen wir es. Puponcho. Praktibalk. Mach gern Praktikum mit einem Balken, deswegen Praktibalk. Ah! Hatri. Tuska. Hatten wir auch nicht so oft. Nee. Shinux. Und Shinux gibt's zwei verschiedene Designs, oder verwechsel ich das mit Luxio? Nee, was wir hatten die Weiterentwicklung, aber die dritte gibt's auch noch nicht bis jetzt. Also es ist wahrscheinlich auch eine Holo, schätze ich mal. Genauso wie bei Thermopod, da fehlt uns auch die Entwicklung. Oh! Oh, da ist ja Durengard, das ist die dritte Form von dem Schwert, wo wir noch nicht hatten, Kumpel. Ja. Sieht genau sehr cool solche aus. Reverse-Holos haben wir ja gemeint. Jetzt nur die Frage. Ah, Legios, okay. Mhm. Hatten wir aber normal auch noch nicht. Nur einmal bis jetzt als Reverse. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ja, stimmt. Entei gibt's auch in einem Set. Boah, Entei, stimmt! Boah, komm schon. Bitte, Entei ist nur eins der geilsten legendären Pokémon, bitte. Den werden wir wahrscheinlich nicht mehr ziehen, aber... das wäre so geil. Entei in Full Art Regenbogen, wenn es den überhaupt so gibt. Das wäre krass. Das heißt, morgen das nächste Kampfstile-Display. Ja. Nee, aber Entei wäre halt eigentlich schon wirklich gewesen. Aber den beschweren kann man sich auch vergessen gehabt bis eben. Klar, das wäre so mit einer der geilsten Pools auf jeden Fall. Entei wäre krass. Der Krabbenchef. Die Antonia. Aber das hatten wir auch erst einmal oder so, aber ich finde das Artwork so geil. Süß, mit diesen Blumen. Und Seba auch sehr nice. Palim hatten wir auch nicht so oft. Kramokles hatten wir jetzt ein paar Mal. Genau wie auch das hier. Kigugi. Und unsere Reverse-Holo ist Molunk. Und die letzte Karte in dem Set ist... Oha! Oha! Was? Also haben wir jetzt schon eins mehr als die Ratio. Das ist... Hä? Warte mal kurz. Hatten wir schon mal, oder? Nee, ist ein anderes. Guck. Sieht anders aus. Muss man ein bisschen weiter weg? Ja, ist ein anderes. Ja, das ist ja auch so was richtig Geiles. Wir sind ja aufgewachsen, wo die Spiele rauskamen. Das ist halt auch echt geil. Besonders auch Yu-Gi-Oh! Pokémon, die haben wir alle von Anfang an miterlebt, was halt einfach deswegen super ist. Es ja auch so ein zweischneidiges Schwert, dass momentan dieser große Hype ist. Auf der einen Seite freut es uns natürlich, weil wir lieben diese Spiele ja. Auf der anderen Seite ist es halt schade, weil es ja so viele Leute gibt, wo man halt weiß, die machen es halt wirklich nur, um Geld damit zu verdienen, ohne dass sie irgendwie Interesse an den Games haben. So, hier unsere normalen Holos. Da haben wir hier Flambirex, den haben wir zweimal gezogen. Sehr, sehr nice. Dann Monte Carbo. Stalos, auch sehr wild auf jeden Fall. Xiaogon und Hundemon. Wir haben weniger normale Holos als Full Arts gezogen. Das ist auch auf jeden Fall interessant. Okay, dann kommen wir jetzt zu den normalen Full Arts. Kapuriki V. Dann hier... Volazu, auch, also einfach vom Design her schon mega, mega nice. Stimmt. Und das fand ich auch vorhin schon so geil. Das ist eine der schönsten Karten. Also Minigma. Echt Hammer. Und ja, Despotar, da muss man glaube ich nicht viel sagen. Das sieht einfach legendär aus. Auch das hier einfach wunderschön. Das ist glaube ich sogar meine Lieblingskarte von heute. Die ist so knallig bunt. Finde ich echt hübsch. Und die goldene, die war halt auch wild auf jeden Fall. Und als letzte, unser Bruno Mars. Ja, sehr nice. Okay, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder Streams. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.